ziehe ich denn heute an, ey? Oh. Ja, das Oberteil ist irgendwie voll scheiße. Das passt auch nicht zusammen. Oh, das macht voll breite Schultern. Oh, damit bin ich irgendwie viel zu overdressed. Nein. Nein, oh, warum? Ja. Ja, ich bin fertig. Oh, ich ziehe, glaube ich, doch das andere an. Ja. Ich glaube, ich ziehe doch das an. Ja, Schatz, ich bin fertig. Jetzt wirklich. Ich muss nur noch Schuhe aussuchen, okay? Als allererstes möchte ich mich für 150 Abonnenten bedanken. Das ist echt so krass. Ich freue mich da so heftig drüber. Ich habe gerade mal vor 6 Wochen angefangen und ich finde es total erstaunlich, wie viele Leute auf meinen YouTube-Kanal gestoßen sind und ihn sogar abonniert haben. Also ich habe da nicht mit gerechnet. Vielen Dank, abonniert mich fleißig weiter. Ihr ermutigt mich auf jeden Fall dran zu bleiben und schön weiter neue Videos zu drehen. Probleme, die, glaube ich, jeder von uns kennt. Jeder, der schon mal in einer Beziehung war, sollte diesen Verhaltensweisen schon mal über den Weg gelaufen sein. Ich rede jetzt nicht von, oh, ihr blöden Jungs. Nee, ich rede von uns Mädchen. Wir müssen uns mal in die eigene Nase packen, weil wir sind wirklich anstrengend. Jungs, ich kann euch verstehen, dass ihr manchmal wirklich denkt, die Alte hat einen Knall. Aber ihr seid auch nicht besser. Trotzdem handelt das Video jetzt über die anstrengenden Verhaltensweisen von uns Mädchen. Viel Spaß! Ich glaube, ich nehme heute Hosenklemme. Was hast du gesagt? Nee, schon gut. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Was hast du gesagt? Nee, ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Boah, Schatz, weißt du eigentlich, wie unfreundlich das ist, wenn du mir nicht sagst, was du gerade gesagt hast? Woher soll ich denn jetzt wissen, was du gesagt hast? Du hast doch gerade selber... Ja, ich weiß, das ist schon ganz schön ungerecht, dass wir Mädchen Dinge tun dürfen, die ihr Jungs nicht tun dürft. Aber manchmal ist es halt einfach so... Schatz! Guck mal, was ich uns aus der Stadt mitgebracht habe. Das sind ja, farbige Kleberollen, so Tesabandrollen. Voll cool, damit können wir die Geschenke so richtig schön dekorieren. Meinst du nicht, dass das ein bisschen unnötig ist? Ich meine, das sieht man sowieso nicht auf Geschenkpapier. Das ist voll nicht unnötig. Da kann man den Leuten voll die Freude mitmachen. Und das sieht voll schön aus. Und es ist pink. Okay, wenn du meinst. Hey Schatz, guck mal, was ich uns aus der Stadt mitgebracht habe. Das ist so eine Dose, da können wir Cornflakes reintun. Sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Das ist voll teuer gewesen, oder? Wir können das Geld viel besser für was anderes ausgeben. Denk doch mal nach. Mist. Hey Baby, kannst du mir eben helfen, meine Schuhe auszuziehen? Ich habe mir gerade die Nägel lackiert. Scheiße. Kannst du mir eben helfen, die Spülmaschine aufzumachen? Scheiße. Schatz! Ach nee, ich schreibe nur mit Tom. Boah, weißt du was? Marc hat gerade erzählt, was ihm heute passiert ist. Das ist so lustig, ne? Nee, ich schreibe nur mit Jan, mit Sebi, mit Timo und Philipp. Warte, ich schreibe noch eben Benjamin, ich komme gleich. Mit wem schreibst du denn da? Also ich schreibe nur mit Marie. Findest du das nicht ein bisschen scheiße, dass du lieber mit Marie schreibst, anstatt mit mir zu chillen? Ich finde das richtig scheiße von dir. So ihr Lieben, das war jetzt das zweite Video der Art, was ich auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern. Wenn ihr wollt, dass ich auch mal ein Video drehe, wo ich die Verhaltensweisen der Jungs darstelle, weil ihr auch manchmal echt einen Lattenschuss habt, dann... schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao!